Spartanlog. Ich war lang genug beim MND, um die Wahrheit zu kennen. Wenn das hier vorbei ist, nach allem, was ich getan habe, werden sie ihnen befehlen, uns beide zu töten. Team Osiris. In den letzten 72 Stunden wurden 5 Kolonien Opfer identischer Ereignisse. Gewaltige Zerstörung, Blutsväter Ursprungs. Dr. Catherine Elizabeth Halsey hat mit uns Kontakt aufgenommen. Sie behauptet, Informationen über die Angriffe zu haben. Halsey ist momentan auf Kamtschatka, in den Händen der Allianz. Sie müssen sich hinter die feindlichen Reihen schleichen, Halsey befreien und sie hierher bringen. Noch etwas. Dr. Halsey ist in der Gegenwart des Allianzführers Julem Dahmer. Wenn Sie ihm begegnen sollten. Verstanden, Commander. Viel Glück, Spartanlog. Infinity Ende. Nachverfolgung online? Bestätigt. Also, bevor wir gleich abspringen, möchte jemand noch was sagen? Ich muss keine großen Worte verlieren. Ihr wisst doch so, dass ich eine scheiß Angst habe. Log, geht die erste Runde danach auf dich? Wer fragt, der zahlt. Feuerteam Osiris, wir haben grünes Licht. Okay, bin am Boden.
Noch ein Grunt tot. Hoch mit dir, Mann. Okay, ich bin wieder da. Danke. Kaplanzahl reduziert. Gesichert. Weiter in Richtung Horsys Position. Lootsfelder Soldaten! Hoch auf die Klippen hinterher! Soldaten sind durch die Eiswand! Durch die Mitte brechen, aber das wird hart. Vielleicht sollten wir sie flankieren. Gezielt vorrücken. Nur schießen, wenn ihr treffen könnt. Deine Position ist nicht. Ist verschlossen. Bloßfeld der Sicherheitsstation. Muss abgeriegelt sein. Kann man was tun? Die Artemis kann Blutsfiltersysteme analysieren. Vielleicht können wir so die Tür überbrücken. Ist das Artemis-Ding eins deiner alten MND-Spielzeuge? So ähnlich. Ich konnte Commander Palmer davon überzeugen, uns mit Prototypen auszustatten. Mal sehen. Das sollte reichen. Die Artemis hat's gebracht. Lock, hört ihr das an? Sie greifen die Rückseite des Tempels an. Bringt den Kraken! Da ist der Kraken. Position halten, wir brauchen mehr Zeit. Joel verzweifelt wohl. Wo hast du gelernt, Sangheili zu sprechen, Vale? Als Kind war ich für 6 Monate in einem diplomatischen Shuttle eingesperrt, das im All gestrandet war. Also nutzte ich die Zeit, um mich weiterzubilden. Unser Ziel ist auf der anderen Seite des Schlachtfelds. Passt auf den Kraken auf! Die Allianz versucht damit, durch die Linie der Prometaner durchzubrechen. Ich will nicht zwischen die beiden geraten. Thank you.
Autorität geschadet haben, als sich die Prometheaner gegen ihn wandten. Hat ihm Anhänger gebracht, als er sich als Blutsvater-Prophet aufführte. Julem Dama ist ein Opportunist, kein Anführer. Es war nur eine Frage der Zeit, bis eine Version der Allianz zerbrechen würde. Wenn du mich fragst, könnt ihr sie noch etwas schneller zerbrechen. Wir sind nahe an Rossis Position. Achtung, Springer! Sogar die neue Variante, wie die auf Ober. Feuer auf die beschädigte Panzerung. Lass sie nicht zu Horsi durch. Wir brauchen sie lebend. Alles klar, keine Gefahr mehr. Wir nähern uns Horsi und Jewel. Wollen wir die Feinheiten des kausalen Abgleichs besprechen? Mehr menschlicher Sarkasmus. Sie haben also etwas von mir gelernt, Jewel. Sie behaupten Zugriff auf die... Das habe ich. Allerdings behauptete ich nicht, dass dies sofort möglich wäre. Die Sicherheitslage ist instabil. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Und zollen Sie mir gefälligst den Respekt, der der Hand des Didaktikers zusteht. Scheint, als wollten Sie offen rebellieren, Hand. Das reicht! Hey, Schönheit. Sichtkontakt. Die Arbeitsbedingungen hier sind unzureichend. Wenn sie noch so eine Übertragung sendet, keile ich... Ich habe genug davon, Doktor. Seit Wochen jagen sie vergeblich Phantomen hinterher. Yeah.
gesichert. Dr. Halsey, Captain Lasky möchte mit Ihnen sprechen. Wurde ja auch langsam Zeit. Feuerteam Osiris, Sie haben Landeerlaubnis für Andockbucht 11. Vor 3 Wochen habe ich Ihnen meine Position geschickt. Ich hatte Sie gewarnt. Das besprechen wir später, Doktor. Palmer? Was hat sie getan? Wie weit ist es schon gekommen? Gute Arbeit, Osiris. Was meinst du, worum ging's da?